Dumm, die dumm, die dumm. So, das wäre auch erledigt. Anselm, heute habe ich ein Thema für dich. Piep, 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 piep. Den Regenwurm. Dabei gibt es den Regenwurm so eigentlich nicht. Stattdessen gibt es ganz viele Regenwurmarten auf der Welt. So gibt es zum Beispiel den kleinen Kompostwurm, den braunen Laubfresser, den roten Waldregenwurm, den smaragdgrünen Regenwurm, den badischen Riesenregenwurm oder aber auch den größten, den Giant Gippsland, den australischen Riesenregenwurm. Diese und all die anderen unterscheiden sich in Farbe, Größe, Fortpflanzung, Lebensraum und weiteren Merkmalen. Wir wollen uns heute den gemeinen Regenwurm näher anschauen. Nein, er ist natürlich nicht gemein im Sinne von fies oder böse. Gemein bedeutet hier, dass es sich um die verbreitetste Art handelt, genau genommen um den Tauwurm. Du hast ihn bestimmt schon mal beim Graben entdeckt oder auf der Straße gesehen. Und woher kommt unser Wurm? Naja, es waren einmal Herr und Frau Wurm, die... Quatsch, mein Fehler. Regenwürmer sind nicht Mann oder Frau, sie sind Mann und Frau. Zwitter. Gut, es waren also Wurm A und Wurm B, die konnten sich gut riechen. Halt, nein, sie haben keine Nasen. Sie machten sich gegenseitig Komplimente. Nein, keine Ohren. Okay, sie schauten sich tief in die Augen. Nein, halt. Augen haben sie auch nicht. Gut, sie kannten sich nett, kamen sich näher und nach einiger Zeit legte Wurm A 10 Kokons ab und Wurm B ebenfalls. Und in solch einem Kokon wächst ein kleiner Regenwurm heran. Erst nach einem halben bis einem Jahr, in Abhängigkeit von der Temperatur, hat der Miniwurm genug von seinem Kokon und schlüpft. Er gräbt sich durch die Erde, frisst und wächst. Nach etwa einem Jahr entwickelt sich der sogenannte Gürtel, obwohl er angesichts der Nähe zum Kopf passenderweise ein Schal genannt werden müsste. Der Gürtel entwickelt sich, wenn der Wurm geschlechtsreif ist. Er ist also erwachsen und kann nach anderen hübschen Würmern Ausschau halten. Nutzen wir die Gelegenheit und schauen uns so einen Wurm mal näher an. Ein Wurm hat Ringe, Segmente. Er wächst Segment um Segment. Aber denkt nicht, dass wie beim Baum die Zahl der Ringe die Lebensjahre anzeigt. Immerhin kann so ein Tauwurm im Laufe seines Lebens bis zu 180 Segmente entwickeln. Erstaunlich ist, dass sich ein Regenwurm sehr gut regenerieren kann, wenn er einen Teil seines Schwanzes verliert. Am Kopfende ist das Maul. Eine Nase hat der Regenwurm wie gesagt nicht, er atmet über die Haut. Obwohl er nackt aussieht, hat er am ganzen Körper kleine Borsten, die ihm bei der Fortbewegung helfen. Und wie sieht so ein Wurm von innen aus? Er hat so etwas wie ein Gehirn, er hat 5 Herzpaare, also 10 Herzen, er hat männliche und weibliche Geschlechtsorgane, um Nachwuchs zu produzieren. Er hat Magen und Darm. Was der Wurm frisst, wandert durch den Körper und wird am Wurmende ausgeschieden. Und warum heißt der Regenwurm Regenwurm? Womöglich, weil man ihn vor allem bei Regen sieht. Wenn es regnet, verlässt er das Erdreich und kommt an die Oberfläche. Warum er das tut, ist umstritten. Da der Wurm über die Haut atmet, ertrinkt er im Wasser nicht. Zumindest nicht so schnell. Dennoch kann ein Regenwurm nicht ewig unter Wasser bleiben. Insofern flüchtet er möglicherweise doch vor dem Ertrinken. Ansonsten ist er unterirdisch anzutreffen. Im Winter zieht er sich in seine Wohnhöhle zurück und hält bei niedrigen Temperaturen eine Art Winterschlaf. Wenn alles gut geht, vergeht somit Jahr für Jahr. Ein Tauwurm kann theoretisch bis zu 8 Jahre alt werden. Aber er führt ein gefährliches Leben. Zum einen ist der Regenwurm eine begehrte Speise bei Maulwürfen, Igeln, Füchsen, Amseln und vielen weiteren Tieren. Und es lauern auch noch andere Gefahren. Wenn der Regenwurm an die Oberfläche kommt, können ihn Sonne und Wind austrocknen, vor allem auf einer Straße. Und gerade auf Straßen und anderen befestigten Wegen wird er auch schnell überfahren oder zertreten. Regenwürmer werden übrigens auch in Wurmfarmen gezüchtet. Warum? Naja, für Komposter, Angler oder als Tierfutter. Doch vor allem im Garten und in der Natur ist er ein äußerst nützlicher Bewohner. Er frisst alte, abgestorbene Pflanzen,
Er lockert den Boden, wodurch Wurzeln leichter wachsen können und besser bewässert werden, und er düngt den Boden mit seinem Kot. Außerdem lässt sich anhand dieser Tiere die Bodenqualität bestimmen. Anselm und ich würden uns freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und uns auch sonst weiterempfehlen würdet.